Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Aktien im Fokus für Mittwoch, den 10.02.2016. Wir blicken auf einen stärkeren DAX zurück. Der konnte sich heute von der Eröffnung aus sehr bullisch zeigen mit 200 Punkten. Die Korrektur hat angefangen. Der Markt war ja stark überverkauft. Wir sind jetzt weiterhin long. Janet Yellen wird um 16 Uhr nochmal sprechen. Das gilt es zu berücksichtigen. Nennenswerte Long-Positionen im DAX sind dann hier bei 8980 Punkten zu erwarten. Er ist weiterhin long. Jetzt erstmal untergeordnet, keine Short-Positionen. Wenn, dann wäre hier nochmal bei 8.980 eine Long-Position möglich. Ansonsten bleibt übergeordnet noch eine kleine Short-Position übrig, nämlich bei 9.225 Punkten. Aber man sieht deutlich, dass der Markt jetzt so langsam, langsam in die Korrektur einhergeht und äh, sich aus diesen durchaus sehr, sehr fallenden Kursen befreit. Das liegt natürlich auch an der Bundesregierung, die hier sich im Falle der Deutschen Bank so ein bisschen eingeschaltet hat. Schäuble hat auch hier Kommentare zum... Stand der Dinge bei der Deutschen Bank gesagt. Der hat gesagt, da braucht man sich keine Gedanken machen, die Kapitaldecke ist völlig, völlig in Ordnung. Und äh, gerade mit der Schützenhilfe der Bundesregierung schoss dann die Deutsche Bank hier um satte 1,8 Euro nach oben. Das hört sich jetzt nicht viel an 1,8 Euro, was sind schon 1,8 Euro? Wird muss ich sagen. Aber prozentual sind es eben 12,5 Prozent. Davon profitiert natürlich auch die Commerzbank. Ändert an, am Ende nichts an der ganzen Thematik, dass, der, dass die Deutsche Bank weiterhin short ist. Ähm, Erholungen sind zwar möglich, aber langfristig gesehen ist halt hier auf dem Wochenchart das Ding sehr, sehr unter Druck. Ähm, was das Thema ähm, SMP angeht, da zeigt es sich momentan etwas stärker, aber kommt hier an einen Widerstandsbereich. Long Position wären erst bei 1.902 Punkten möglich, ähm, dann in Richtung der 1.946er Marke, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, darunter ist er noch sehr fragil und wackelig, gleiches gilt im Übrigen für den Nasdaq. Auch hier muss man sagen, wenn Long Position, dann erst ab 4.080 Punkten und dann in Richtung der 4.190er. So, das ist dann in der Form... Aus meiner Sicht die qualitativere Methode, ähm, denn jetzt aktuell ist er zwar noch long, aber ich würde ihn halt erst ab 4080 kaufen. Short-Positionen sind, äh, wenn überhaupt, äh, unter 3886 Punkten möglich und dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, in Richtung der 3690er-Marke. Wenn er das macht, dann wären hier unten wieder Kaufpositionen möglich. Zum Thema Apple lässt sich sagen, kommen wir da auch nochmal zu Apple zu sprechen, hier bahnt sich eine Short-Position an. Unter Druck sieht man ganz klar, die Hochpunkte sind absolut fallend. Und sicherlich, ich meine, wenn, wenn er eine Trendwende macht, die wäre dann hier frühestens, also da muss er, muss er erstmal über 105 Dollar ansteigen können. Wenn, wenn, er, wenn die Apple-Aktie hier durchbricht, unter 92, 40, 92 Dollar, dann haben wir hier das Potenzial. Noch viel weiter zu fallen, dann geht es vermutlich dann relativ schnell in den Bereich der 80er-Marke. Also, die Apple-Aktie gefällt mir hier für einen Short sehr gut. Out, ist es ist kein Outperformer wie Facebook. Ähm, Facebook kommt ja hier deutlich unter Druck, kurzfristig gesehen natürlich nur. Ähm, aus dem langfristigen Chart, aus dem Wochenchart, muss man aber sagen, dass die Aktie gegenwärtig noch gut unterstützt ist. Mittelfristige Einstiege bei Facebook würde ich aber jetzt hier aus der, aus der Wochenperspektive nicht mehr zwangsläufig tätigen. Mittelfristige Long-Positionen wären erst wieder bei 83 Dollar interessant. Erst bei 83 Dollar kommt hier die Wochen-EMA 100 in Gelb oder in Orange eingezeichnet und bei 83,10 würde ich dann hier die würde ich dann hier die Long-Position erstmal wieder suchen. Er kann zwar schon vorher drehen, aber es wäre natürlich schöner, aus der Korrektur herauszukaufen im Bereich der 8450er Marke. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.